Dann gucken wir doch mal. Behälter öffnen. Zauber. Tränke, Gegengifte. Noch mehr Tränke. Also Zauber können ja in den Schriftrollenbehälter. Das müssen zwei verschiedene Arten von Tränken sein. Das sind Gegengifte, manchmal sehr praktisch. Achso, und unser Trankbehälter ist eh voll. Mamas Tee und Filter der Reinigung, okay. Stab der Furcht. Verwundbarkeitstrank. Tank der heiligen Übertragung. Bäh, das ist so einer. Hast du eigentlich noch einen Trank? Nee, nur Gegengiftfilter der Reinigung und so weiter. Die Ogerkrafthandschuhe und der goldene Riemen. Ja, und den Trank wieder gar nicht haben. Okay. Meine Überlegung war jetzt nämlich einfach... Also hier im oberen kommen dann Sachen rein, die wir verkaufen wollen. Im unteren Sachen, die wir behalten wollen. Meine Überlegung war jetzt einfach einen zweiten Trankbehälter zu kaufen. Den wir bei ihm nicht kaufen können. Für die ganzen Tränke. Einverstanden. In Ordnung. Aber so wie es aussieht, tut hier echt nichts mehr mit Spawn. Gut, dann haben wir ja nur die Wahl. Hier reinzugehen erstmal. Gewiss. Dein Befehl. Sofort. Jetzt würde ich gerne noch das hier lesen. Also das Manuskript des Hochfürsten. Der Einband dieses Buches besteht aus zwei schweren, stumpfen Bronzeplatten. Der Buchrücken selbst besteht aus halbverrotteten Hanfschnüren, welche die Seiten und die Buchdeckel zusammenhalten. Obwohl das Buch von Spinnenweben überzogen ist und die Bronze der Buchdeckel bereits von Grünspann verfallen ist, scheint der Text die Jahre überstanden zu haben, ohne zu verblassen. Meine Audienz mit Fürst Maluradek ist nicht gut gelaufen. Ich hatte kaum meine Bitte unterbreitet, als der Fürst vor Wut zu toben begann. Er drohte mir, mich gemeinsam mit diesem verräterischen Baden in das Verlies werfen zu lassen, falls ich jemals wieder den Vorschlag machen würde, das Siegel der Gruft zu brechen. Ich kehrte zutiefst erschüttert in die Kapelle zurück. Ich konnte meinen Blick nicht von dem Symbol Helms auf der Tafel abwenden. Ich fürchte, ich bin in den Augen meines Gottes gescheitert, weil es mir nicht gelungen ist, den Ruf der Hüterritter zu schützen. Der Zorn, mit dem ein Fürst auf meinen Vorschlag reagierte, war völlig grundlos. Das hat mich misstrauisch werden lassen, was sich wirklich beim Kampf gegen den baumenden Drachen bei den Sturmkriegern zugetragen hat. Die vier Hüterritter, die ihrem Fürst im Kampf gegen so ein Untier beigestanden und dabei den Helmuttod gestorben sind, sollten mit besonderen Ehren begraben und nicht versteckt werden, als wären sie die Verkünder finsterer Omen. Eine Burg, die man auf so brüchigem Fundament erbaut hat, keinen Bestand. Ich muss das Nötige tun, um die gefallenen Hüterritter zu ehren, aber ich fürchte, ich werde meinen Fürst dabei verärgern. Er von allsehenden Auge, der wachsame Herr... Der Wachsame, mein Herr und Gott Helm, ist der oberste Champion aller Wächter und Hüter. Doch was soll ich behüten? Den Ruf dieser vier tapferen Hüterritter, die ihr Leben in Helms Diensten hingaben? Oder die Interessen meines Fürsten? Und was ist mit dem Baden, der im Verlies eingesperrt ist? Welches Ver... Dumm, die Zeit auf diese Weise zu verschwenden. Klappe da drüben. Was ist mit dem Baden, der im Verlies eingesperrt ist? Welches Verbrechen hat er begangen? Dass mein Fürst so verärgert, nein, so in Angst und Schrecken versetzt hat. Mein Fürst ist sogar so weit gegangen, dass er den Befehl erlassen hat, dass niemand
den Namen des Baden niemals mehr aussprechen oder gar niederschreiben möge. Selbst wenn man nur über die Anwesenheit des Badens im Verlies... Ich möchte nicht undankbar erscheinen. Doch glaube ich nicht, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen. Ja, Pause macht. Gut. Selbst wenn man nur über die Anwesenheit des Barnes im Verlies spricht, zieht man sich dadurch den Zorn und die Strafe vom Fürsten Maluradek zu, wie eine unglückselige Wache vor einer halben Woche selbst erfahren musste. Es scheint, als ob der Fürst die Existenz des Barnes aus der Geschichte tilgen wollte. Wofür fürchtet er sich? Welche Geschichte hätte wohl die Hüterritter erzählt, wenn sie überlebt hätten? Dass der Fürst sie im Stich gelassen hat. Ich habe mit meinen Adepten in der Kapelle besprochen. Wir sind uns einig, dass eine geheime Gruft zu Ehren der Ritter errichtet werden soll. Wir werden unsere Vorbereitungen vor Maluradek geheim halten. Die Gruft soll durch 6 Schlüssel geschützt sein, die wir aus unseren zeremoniellen Brustpanzern fertigen werden. Wir haben die Brustpanzer eingeschmolzen und so die 6 Schlüssel geschaffen. Kupfer, Bronze, Elektrum, Silber, Gold und Platin. Mit Hilfe dieser Schlüssel wird es uns möglich sein, die Gruft der Hüterritter zu betreten und ihnen unseren Respekt zu zollen, während wir gleichzeitig den Befehl unseres Fürsten, die Gruft versiegelt zu halten, befolgen. Mein Herz findet jedoch aufgrund dieses Plans keine Ruhe. Dadurch, dass ich mich buchstabengetreu an das Wort meines Fürstens halte, aber seine Absichten missachte, wird meine eigene Feigheit nur noch offensichtlicher. Dennoch fällt mir kein Weg ein, wie ich Maluradeks Wünschen gerecht werden kann und dabei die Ehre der Hüterritter bewahre. Ich habe das Gefühl, als ob mein Geist gleichzeitig 2 Pfade eines sich gabelnden Weges entlang gehen muss. Ich fürchte, dass ihn das früher oder später in Stücke reißen wird. Ich habe den Barden heute erneut im Verlies singen gehört. Seine Stimme war stolz und kräftig. Er sang vom Mittag bis Sonnenuntergang und tief in die Nacht hinein, bis der Fürst seine Leibwache um sich versammelte und das Verlies entriegelte. Er stieg in das Verlies hinab und kurz darauf erstarb der Gesang. Der Großteil seiner Wachen war kreidebleich, als sie aus dem Verlies kam. Lord Maluradek selbst hielt einen blutigen Dolch in der Hand. Sein Gesichtsausdruck war der eines Mannes, der knapp vor dem Überschnappen stand. Ich hätte etwas unternehmen sollen, als ich den Fürst und seine Wachen in Richtung des Verlieses schreiten sah. Jetzt ruht ein weiterer Leichnam bei den Leichen der 4 Hüterritter. Ein Schrecken schleicht durch die Nacht, seltsame Geräusche, geisterhafte Schatten, die Echos vom Lied des Barden. Was sich auch immer im Verlies zwischen Maluradek und dem Barden zugetragen hat, verdammte diese Burg und all ihre Bewohner. Der Fürst hat sich in seinen Räumen eingeschlossen, zahlreiche Diener und Wächter haben die Burg verlassen und sind spurlos verschwunden. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, daher bin ich geblieben. Mir ist schwer ums Herz, denn Helm hat mir gezeigt, dass er mit meinen Taten unzufrieden ist. Als ich vor der Opferschale stand und das Abendgebet sprach, wurde das Wasser trüb und undurchsichtig. Ich griff in die Opferschale, um das Symbol Helms an mich zu nehmen, doch meine Hände ertasteten nichts. Das Symbol war verschwunden. Als das geschah, fühlte ich förmlich, wie sich ein Speer durch mein Herz bohrte. Der Wachsame hatte meine Feigheit erkannt. Er hatte mich gerichtet. Ich war verdammt, unwürdig, noch länger als Hochhüter zu dienen, unwürdig zu leben. Ich habe mich vergewissert, dass die Türen der Kapelle nicht versperrt sind. Was auch immer dort durch die Dunkelheit schleicht, soll Einland finden und mich richten. Hochhüter Amal Martis. Gut, okay. Das heißt, es geht jetzt für uns noch. Gewiss. Dieser Sarkophag ist nach unbekannter Manier versiegelt worden. Der Deckel lässt sich keinen Millimeter anheben. Woran hast du gedacht? Ich tu's. Sag, was du weiter. Okay, wir sind jetzt hier unten im Verlies. Ja? Und war irgendwie klar, dass hier an dem Sarg eine Falle ist. Schwere Armbrust und Bolz. Eine Scharfschützenarmbrust, die wir nicht benutzen können, nicht verkaufen können. Bolzen plus 2. Können wir im Munitionsbehälter packen.
Wie kann ich helfen? Was? Ich tu's. Okay, der Raum hier ist abgeschlossen und zu. Dein Befehl. Vorwärts! Nee, hier ist eine Tür und hier dürfte auch eine Tür sein, wenn ich dem Durchgangsding folgen dürfte. Okay. Ja, sofort. Aber gehen wir erstmal weiter nach oben. Mit Vergnügen. Aber hier ist es dasselbe Spielchen. Türen, die es nirgendwo. Geheimtüren, die irgendwo versteckt sind. Sag was vorwärts! Woran? Ist das alles? Wie kann ich in Ordnung? Oh, Knochenwachen-Skelett. Ja, komm ruhig. Oh, und hier sind auch sehr viele Dinger an der Wand. Selbst da ist noch ein Durchgang, den wir noch nicht aufgedeckt haben. Aber hier geht's nicht mehr weiter, nein. Zauber, Geld, Edelsteine. Und ja, zur Verteidigung. Lunastra ist eine dunkle Elfe. Die hat da nicht so hohe Skrupel, was das Leichenplündern angeht. Dein Befehl vorwärts! Vor allem, wenn die Leichen schon etwas älter sind. Oh, Wiedergänger. Werde Zeugen wahrer Macht. Ja? Ja? Ja, okay. Wiedergänger tötet man mit Feuer. Was? So soll es geschehen. Noch ein Wiedergänger und Gruftmonster. Wie können wir den denn sehen? Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Ja? Sag, was... Einverstanden. Oh. Was ist los? In Ordnung. Wie kann ich helfen? Gruftmonster porten ein in der Gegend rum. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Woran ist, wenn es sein muss? Dein Befehl? Einverstanden. Nein. Auf in den Sieg! Oh, hi. Diesmal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Spür meine sterbende Klinge! Okay, das macht nicht mehr wirklich viel Schaden. Ich höre mit Vergnügen. Da wollte ich nicht hin, ich wollte dahin. Kupferschlüssel, oh. Also ja, ich muss die 6 Schlüssel jetzt als nächstes finden. Was? Mit Vergnügen. Ja. Sag, was du... Einverstanden. Kupferschlüssel und Silberschlüssel.
hätten wir hier dann schon mal. Was ist los? So soll es geschehen. Wie kann ich helfen? Sofort! Euer Ende ist nah! Sagen wir mal so, das Gute ist, die Gegner, die können nicht viel. Gehen wir aber trotzdem. Also das. Die da sind ein bisschen gefährlich. Wo wurde sie hingeportet? Bereit, sofort! Achso, die werden alle immer da unten hingeportet, okay.